So, klappt. Ja. Läuft wie ein Länderspiel. Muss Flo nur noch mal gucken, ob wir alle auch hörbar sind. Also, genau. So, gib mir ein A. Entmuted, ja. Nein. Das ist ja ein A. Oh. A. Gib mir ein C. C. Was? Die Konsole ist wieder aus. Hier, super groß. Ah, ja, der geht. Jetzt ist es an. Denn mein Counter-Strike ist fertig. Deswegen haben wir beschlossen, dass wir jetzt Smash Brothers spielen. Piu, piu! Ist ganz schön warm, mein Freund. Ganz schön so eine Aura der Hitze. So für dich. Oh, jetzt darfst du neben Jan sitzen. Wir können auch gern tauschen. Oh. So, Leute, wir sind auf der Zielgeraden, das merkt man auch. Soll ich das Spiel schnell doch erklären oder wollt ihr kurz Button-Smashen? Oder kurz ein Tutorial? Deswegen auch ein Smash Bros. Also eine Minute 30 und ihr wisst, wie das Spiel geht. Das ist ein kurzes Tutorial. Hau raus. Okay, ja, komm. Ab geht's. Jetzt haben wir wieder keinen Chat, ne? Nee, Domo wollte nicht. Ja, hier habe ich. Ach, du hast Chat, alles klar. Also bei Smash Bros. Ist halt so, wenn man halt rausfliegt aus der Stage, dann verliert man ein Leben. L zum B. L zum B. Und L zum Sprung. L zum B zum S Sprung zum T. Und nochmal S. Angriff. Grün. Ah, okay. Okay, das ist für den GameCube-Controller ausgelegt, weil die Farben übereinstimmen mit den Tasten, weil bei dir ist halt, sind alle nicht farblich. Das ist praktisch. Das ist also, Carlo, bei dir ist halt die rechte Taste, die A-Taste ist halt Angriff und dann der untere, der D-Knopf, das ist halt der Spezialangriff, der gezeigt wird. Kein Problem, wir carryen dich. Genau, wir haben nämlich beschlossen, alle gegen Jan. Ja, damit es an Ansatz ja fair ist. Ja, man muss halt dann versuchen, das war's eigentlich schon. Okay, toll. Sehr in die Tiefe gegangen. Ja, sehr gut. Gut, dass wir uns das nochmal angeguckt haben. Also, ich muss A drücken und ich muss B drücken. Man kann keine Items, ja. Ich auch mit Items, ist so einfach. So, einfach Zufall. Ist ja egal. Ich fang schon an. Drücke. Ich hab voll die Kraken. Hier, Carlo ist noch eingespeichert. Aber der müsst ihr, müsst ihr eure Namen jetzt durchtauschen. Ich bin Carlo. Du musst doch, glaube ich, legen. Ich bin Carlo, ja, hallo. Kann ich das hier machen, oder was? Hier, jetzt drück mal die beiden Schultertasten. Hinten. Ich würde gerne Mega Man nehmen. So, da. Jetzt müsst ihr noch die Namen noch tauschen, dass die halt richtig sind. So, wenn ihr halt wie geht das? Wie geht ganz, das? Ganz oben dann einfach einen neuen eintragen. Genau, und ich kann meinen alten nehmen. Was muss ich machen? Das ist wie auf einer Handy-Tastatur. Man muss hier halt, also unten halt hier zum Großstellen, die Shift-Taste. Und da muss man halt auf der Taste mehrmals drücken, wenn man halt die hinteren Buchstaben hat. Alter, what the fuck. Also wie auf einer alten Handy-Tastatur. Das ist ja... Es scheitert schon daran, dass ich meinen Namen nicht auswählen kann. Carlo, du hast deinen Namen schon. Ja, du kannst deinen Namen nicht auswählen, weil ein anderer gerade den rausgewählt hat. Du musst jetzt warten, bis der halt weg ist. So. Ich beeil mich drauf. Ich hab nur drei Buchstaben. Jetzt kannst du Carlo nehmen, ja. Sicher? Ja. Jetzt geht's. Bin ich jetzt glücklich. So, okay, hier oben unser Bild verdeckt gerade noch ein paar Charaktere. Hier haben wir noch Leben, Pikachu, sind noch Luigi, Ness und Captain Falcon. Und darunter haben wir noch Marv, Lucina und junger Link. Marv. Ja. Die sind da noch verdeckt. Wer ist denn Pichu? Vorentwicklung von Pikachu. Der was? Vorentwicklung von Pikachu. Pichu? Pichu, ja. Pichu. Kennst du nicht? Nee. Das Pichu entwickelt sich zu Pikachu weiter. Das ist eine Evolutionsstufe. Warum hat Pichu dann so ein Bart? Ein Ziegenbärtchen hat der. Was? Das ist so ein Halsmuster, das ist dein Oberkörper schon. Nee, das ist ein Bart. Das ist das Brusthaar. Wie nennt man das dann? So eine Halskrause. Eine Krause, genau, sowas dann. Die sieht aus wie eine Sitzbirne. So, ich hab gerade schon eingestellt, also ich bin jetzt Team Blau, ihr seid Team Rot. Ah, ich mach mal Lenny glücklich. Wie machst du denn Lenny glücklich? Indem ich wieder Peach nehme. Steht auch Peach? Also, naja, wir haben vorhin wieder Mario Kart gespielt und er meinte, Dome spielt Peach und irgendwer hat noch Bowser. Und können wir anfangen, bitte? Ey, ohne Witz, ich hab seit ungefähr einer Stunde nicht mehr geschwitzt. Ja, jetzt geht's wieder. Jetzt ist einfach wieder sofort vorbei, seit 5 Minuten. Okay. Super. Wer ist da? Wer ist da? Ich hab Bowser genommen, ja. Das ist Jan überhaupt. Ach, ja, mach mich doch gleich lang, ey. Komm, geh weg. Ich rette dich, ich rette dich, Mann, ich rette dich. Was bin ich denn für ein hässlicher Ball? Ich hab eingestellt, dass jeder von uns drei Leben hat. Wie springt man? Nach oben drücken oder die X oder Z. Was ist denn X oder Z? X oder Y, die neben deinem A-Knopf halt sind. Oh, ich hab mich fast runtergeschossen. Oder du kannst ja halt nach oben drücken mit dem Control-Stick, dann kannst du auch springen.
Ich mein voll fertig, Leute. Ihr müsst nur auch was dazu beitragen. Ja, ich geht nicht. Fast runtergelaufen. What? Ich weiß, das ist genau das, wovor ich Angst hatte. Ja. Dieses einfach hektisch Knöpfe drücken und man weiß nicht, was passiert, aber... Ich bin tot. Ich hab ihn fast weggebombt, habt ihr gesehen, aber der ist dann wiedergekommen. Das, Alter, ein Tombstone? Er ist weg! Ein Tombstone? Ich hab ihn gekillt! Und ein B, das ist eine Arschbombe, die wir dann machen können. Hier so, zack! Hat man eigentlich dieses Knöpfe drücken auch? So laut wie das ist bestimmt, ja. Das ist halt Gamecube-Controller, die sind halt echt laut, wie so eine mechanische Tastatur. Achso, jetzt. Machen denn hier diese L- und R-Tasten auch irgendwas? Das ist abwehrend, das ist Schild. Ah, okay. Ja, das hat er gedrückt, dann hast du so ein. Das ist für mich einfach nur Button-Smashen, echt. Ja, das liegt daran, weil wir keine Ahnung haben. Ja, aber. Was ist das denn? Das ist Fun-Smash. Wenn da. Jeder Charakter hat halt unter seinem Namen da so eine Leiste. Die bei Dome ist jetzt fast voll. Jetzt zum Beispiel. Wenn diese Aura um dich herum ist, dann kannst du ja die B-Taste drücken, also die kleine rote Taste. Einfach nur B, oder? Einfach nur B ohne Richtung, dann lässt du deinen Final Smash halt ein. Der ist ziemlich gut, ich bin jetzt eingeschlafen, du kannst die Pfirsiche essen, dein Leben zu heilen und du kannst einen Free Hit auf mich. Ja, wenn nicht jemand anders ihn vorgefunden. Ja genau, also da müsste man halt schon. Du kannst Pfirsiche essen, Dome. Ja, das ist aber no joke der beste Final Smash im ganzen Spiel. Also ich finde auch, Pfirsiche sind ziemlich gesund. Und extrem süß. Es gibt ja keinen anderen Charakter, der sich selber heilen kann mit dem Final Smash, das ist schon. Ja, that was the top. That was fun. Also es gibt echt nur zwei Tasten, die man macht. Nee, auch Sprung. Also ja, also das halt mit A Standardangriff, B sind Spezialangriffe, X und Y sind halt Sprung oder nach oben drücken ist auch Sprung. Mhm. Der C-Stick sind halt dann Smash-Angriffe. Mit den, ah, den gibt's auch. Ja, ich auch nicht. Du kannst den C-Stick halt in eine Richtung drücken und dann kannst du den stärksten Angriff aufladen, die Charaktere haben, um andere einfach rauszuhauen. Mit Z kann man halt greifen und dann auch werfen. Hier ist hier noch eine Taste. Ja, die Z-Taste. Und L und R ist halt abwehren. Okay. Spieler 1 muss ein Stage aussuchen. Okay, und dann. Uns sagt der Atem, es sei zu kompliziert, ne? Ja. Das ist ja auch so kompliziert, das ist nur kryptische Scheiße. Nee, Leute, das hier ist ein bisschen handfester. Handfester? Ja. Da drückst du eine Taste und sagst. Genau, ja. Oh, das ist handfester. Ich glaube, von kurz hat die abgestürzt, so. Toon Link. Wer ist denn Melinda? Von Animal Crossing. Ja, wir kennen's nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht, Mann. Ja, aber Animal Crossing als Franchise kennt ihr doch. Das Franchise hab ich, also ich kenn's von Mario Kart. Ich weiß nicht mal, worum es da geht. Ich hab keine Ahnung. Bei Animal Crossing? Mhm. Ich glaube, das ist die über die Straße laufen. Ja, wir müssen sie über die Straße tragen. Das ist halt ein Life-Simulator. Du wohnst halt in der Stadt und kannst halt die, kannst du einfach so halt dein Leben einfach einrichten. Einfach so ein bisschen wie Sims, nur halt ein bisschen. Mit Tieren? Ja, mit Tieren halt. Also ja, ist mit Sims vergleichbar, ja. Alter, was bin ich denn für ein Monster, ey? Snake, okay. Bum, 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 bum! Stimmt denn nicht mit dir? Was ist denn da? Was mach ich jetzt? Boah, ist der Kacke! Er macht einfach nichts. Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, das ist auch einfach dafür, bin ich zu alt für dieses Spiel. Na klar. Zu sagen, dass es nicht so ist? Ich muss erstmal überhaupt rauskriegen, wer Jan ist. Ich bin Snake, der Militärdude halt. Aber ich finde Carlos Figur eigentlich am geilsten. Ja, ist voll. Das ist richtig geil, oder? Ja, dadurch, dass ich eben gerade gegen Bowser gekämpft habe, muss ich erstmal hoffen, dass. Ja, Carlo hat da König Dedede, der ist von Kirby. Ja. Der ist der. Das fand ich immer geil. Ich glaub, wir haben ihn jetzt, oder? Jawoll! Ja. Jawoll, Jungs! Oh, es geht weiter. Toll. Ja, das war's. Oh, das geht. Okay. Oh, nice. Was ist denn jetzt los? Keine Smash. Schießt, Link ist, Link. Ich
sehe gar nicht, wo das besser sein soll als das auf der Wii. Weil genau dasselbe. Auf der Wii war halt scheiße, weil man da random stolpert. Bin ich denn jetzt gerade einfach runtergesprungen? Weil er gemeint, dass das Gameplay zu langsam war. Dass dieser viel schnelleres Gameplay, du hast nicht solche Zufallsfaktoren drin, die aber keinen Sinn ergeben. Alter, du, mit dem hast du den Arsch versohlt, ey. Oh, jetzt hab ich die aber rausgepfeffert. Nee, der kommt immer wieder. Der ist unsterblich, glaube ich. Das nicht. Wow, jetzt geht's ab. Jetzt bin ich gestorben. Jetzt kommen die Pfirsiche. Die sind richtig gut, die Pfirsiche. Wieso lege ich mich denn so hin? Wenn du nach hinten drückst. Das ist halt dein Ducken. Als wenn der Große sich ducken kann. Das ist eine Duckanimation, ja. Na komm, der ist unbesiegbar. Ich bleib einfach hier liegen. Passiert einfach nicht. Wie kann ich diese Leiste nochmal nutzen für mich? Ja, wenn du halt so leuchtest und diese Aura halt hast, dann kannst du einfach normal, also einfach B drücken, ohne irgendeine Richtung dazu zu drücken, also diesen kleinen roten Knopf. Und dann setzt du ihn halt einfach ein. Ist natürlich meistens gut, also jetzt bei euren, also jetzt auch bei Carlo, wollte ich jetzt gerade sagen. Der hat gar nichts und gemacht. Bei Mega Man halt auch, da musst du halt darauf achten, dass der Gegner halt auch wirklich direkt vor dir ist, damit der auch wirklich trifft. Weil da sind, manche Hitboxen halt so, dass du wirklich den Charakter in der Treffer in der Nähe von dir sein muss, am besten halt direkt vor dir. Aber jetzt drücke ich den roten, es passiert gar nichts. Ja, ohne eine Richtung. Einfach nur den alleine. Und was macht er jetzt? Wenn ich mich hier nicht davon treffen lassen, dann werde ich direkt raus. Dieses Spiel, das trifft irgendwie die Situation gerade so perfekt, ey. Wir kriegen so schon wenig mit, aber das ist jetzt noch die Krönung. Aber der Kampf war viel knapper. Ich hab nur noch ein Leben. War schon sehr im roten Bereich. Also wenn der Final Smash gerade getroffen hätte... Geht noch was? Hält uns noch wer wach im Chat? Dann nö. Ist es gewesen, locker. Nee? Nö. Dann packt uns Sachen. Feuert uns doch mal noch an. Leute, das sind jetzt... Wie lange haben wir jetzt noch? Viertelstunde? Ja. Nee, noch nicht mal. 10 Minuten, ne? Oder? Warte. Ich kann nicht... Doch, 10 Minuten noch. Ich sehe doch noch, wir würden Global Offensive spielen. Zumindest bei mir. Leute. Ihr müsst noch A drücken. Die beiden. Gucken, was ist da? Ja, ich hab A gedrückt. Die beiden Stupsnasen. Ja, mehrmals ist es mit die Statistik. Go, Prinzessin. Ja, Lenny ist wieder da. Lenny. Ich hab's gar nicht realisiert, dass ich das gemacht habe. Nein! Man kann halt der Reihe nach aussuchen, habe ich jetzt eingestellt, dass jeder Spieler mal der Reihe nach ein Stage aussuchen darf. Hadouken! Gibt's da irgendwie sowas wie Young Peach oder so? Nee, es gibt nur Peach und Daisy hier oben. Ah, dann. Ich das mal, was war das denn gerade für eine? Die sind im Prinzip gleich. Gibt's auch eine Young Daisy? Nein, Young Peach. Wie bei Mario Kart. Echt? Okay. Young Peach ist oder Baby Peach. Baby. Ja, nee, die okay. Charaktere gibt's hier nicht. Also, einzige Baby-Charakter ist halt Peach, die es hier gibt. Sonst kann ich so ein Menschen aufgeben. Kampf bereit! Oh, scheiße, ich hab Fox. Okay. Die Schmerzgrenze ist erreicht. Ja, auf jeden Fall, Mann. Ah, wir spielen bei Sonic. Wer bist du denn? Wer bist du denn? Oh, was? Wer bist du denn? Ich muss echt erstmal gucken, wer ist denn überhaupt? Oh, den hab ich vermöbelt, der Herr hat richtig gefressen gerade. Minus 63. Alter, ich vermöbel den richtig, ne? Jan. Der ist gleich tot, Mann, der ist gleich tot. Bleib doch mal stehen, Jan. Gottlose Kunst. Boom! Alter, der ist ja weggeflogen, aber er ist wiedergekommen. Ja. Jetzt ist er weg, oder? Nee, der ist unten. Ich verliere auch manchmal einfach. Warum? Ich drück doch! Meinen eigenen Spieler aus den Augen. Ah, what the Juken! Was machen wir beide da oben drum? Keine Ahnung, ich guck einfach. Ich hau. Ey, das ist so hektisch auch, das Spiel. Ich weiß immer noch nicht, welcher Charakter. Nee, das ist überhaupt nicht hektisch. Janis Link, ist er recht. Janni Boy? Was denn? Lass das. Ich hasse das, meine Mutter mag 109, ist das gut? Müsste ja nicht bei 100 tot sein? Nee, also man fängt ja mit 0 an. Also es ist ja kein. Boom. Man hat immer keine Lebensanzeige, man hat eine Schadensanzeige. Je höher die ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man rauskatapultiert wird von einem Angriff.
je größer die Zeit wird, desto. Ja, desto mehr wird man halt zurückgestoßen, wenn man getroffen wird. Jan, es ist halt umgedreht im Vergleich zu anderen Kampfspielen. Es hat keine Lebensanzeige, es ist eine Schadensanzeige. Nimm den Fingers von den Dingers, sonst gibt's Knoten. Nimm des Fingers von des Dingers. Das wird ja. Ich muss erstmal gucken, wo ich wieder auf der Karte war. Wo bin ich denn jetzt? Ich glaube, ich bin auch in der Runde hier der Älteste, ne? Ich darf das sagen. Das ist einfach nicht. Das ist neumodischer Scheiß. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, Jan, du musst einfach mal Tekken 3 gegen mich spielen. Also das würde ich nicht hinkriegen. Tekken ist mir zu technisch. Das habe ich keine Chance. Ich dachte, jetzt sagt er zu hektisch, ey. Hektisch. Zu technisch. Ich kann diese ganzen Kombos nicht. Ich habe kein Geduld zu lernen. Das kann ich einfach nicht. Aber hier gibt es doch auch Kombos, oder nicht? Nee, nicht wirklich. Jetzt mehr so eine Abfolge an Moves, die man hintereinander macht, aber nicht, dass man irgendwelche Tastenkombinationen auswendig kennen muss. Also wie bei Tekken, Soul Calibur oder Street Fighter. Das ist einfach. Das ist. Jetzt verbunden ist die richtige, Alter. Ja. Boah, fett. Mit meinen nackten Füßen. Ja, ja, richtig gut. Mit der Stinkemuskel. Ja, Carlo, wir können zum Ausgleich gerne nochmal Tekken spielen. Das will ich auf keinen Fall hinkriegen. Schmeckt nach Salamanderfußnägeln. Wieso kann er jetzt schon wieder seine komischen Flieger? Ja, weiß ich auch nicht, warum er das kann. Piu, 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 piu. Ja, die Smash-Leiste lädt sich halt auf, wenn man Schaden austeilt und einstecken will. Da hat man keine Chance, dem zu entkommen, oder was? Ja, natürlich. Wenn du von diesen... Ja, er nimmt immer die, wo man nicht hinkommen kann. Nein, 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 da bin ich platzieren halt schon so, dass er möglichst viele von euch trifft. Also das ist schon eine Intention dabei. Ich check dieses Spiel gar nicht. Ich kann schon wieder abhauen. Ach, ihr denn? Ach, Star Fox ist er. Ja, ja. Was merkst du jetzt, nachdem zweimal die Star Fox Flieger kam? Ja, das kann ja alles Mögliche sein. Das kann ja auch What? Ein anderer Typ, der den Barrel-Roll nie hinkriegt sein. Aber ich sehe das jetzt halt das erste Mal wirklich. Hey, musst du nicht eigentlich. Okay, gut. Ich dachte, ich wäre direkt vor dir. Hä, hey, wo aktiviert er denn auch diesen Move? Das ist doch alles Schwachsinn. Warum muss man sehen? Na, ich habe diesen Knopf gedrückt, dann ist da irgendwie links abseits der Map ist es irgendwie entstanden da. Jetzt, du kannst dann nochmal B drücken, musst du aktivieren, aber wenn ich sowieso nicht in der Nähe bin, dann zeige ich auch keinen Unterschied. Was mache ich jetzt? Was mache ich hier mit diesem Leuchtending? Das ist Abwehr. Das ist ein Schild. Aber warte, nicht zu lange drücken, wenn es aufgebraucht ist, dann bist du kurz gestunt. Das darf man auch nicht zu lange benutzen. Ich laufe auch einfach an ihm vorbei. Jetzt war's, bin raus. Du hast ihn, Mann, du hast ihn richtig. Nee, ich war das nicht. Du warst das, Flo. Ich hab ihn! der Megaboss, das hast hier so abgeschossen. Ja, das war so gewollt. Ich bin dafür, machen jetzt so langsam eine Abmoderation. Wir machen jetzt nochmal einen Reaktionstest. Ich stelle mal alles ein. Was? Reaktionstest? Echt? Ah, haben Domo nicht gerade drüber gesprochen, ja. Wir machen einen Reaktionstest. Okay. Klatsch. So, aua! Hier, schlägt einmal so rüber, bam, und dann sich so 10 Sekunden später. Wo mach... Was? Also, wo? Lenny würde auch Tekken mitspielen. Er hat nämlich 20 Jahre regelmäßig trainiert. Aber Street Fighter... So alt bist du noch gar nicht, hör auf zu lügen. In deinem Alter durftest du Tekken noch nicht spielen. Aber Street Fighter und Soul Calibur würde ich halbwegs noch hinbekommen, aber Tekken überhaupt nicht. Junger Hüpfer. Also da... Ja, da würde es hier genau andersrum ausgehen. Ich fand diese Soundeffekte früher auch schon bei Street Fighter immer richtig. Also, die haben mich echt mitgenommen, die haben mich auch mein Leben... Hadouken! Ich brauche einmal das HDMI-Kabel, bitte. Wen hast du bei... Das heißt, wir müssen jetzt aber kurz auf Next gehen, oder was? Weil dann ist ja das... Oder ja, braucht ihr nicht. Gib mir einfach kurz den HDMI-Dings, da wollen wir jetzt keinen großen Aufwand mehr machen. Ja, dann mal kurz Schwarzbild, oder das Bild friert ein oder irgendwas passiert dann auf jeden Fall. Mal schauen. Sehen wir gleich. Das Bild friert ein. Ja. It happens to the best of us. So. Am bei Street Fighter am meisten genommen. So, bevor er jetzt versinkt, seht ihr das? Reaktionstest, ja. Geil, okay, ich beginne mal, ja. Also es geht darum, ihr seht das der Stream jetzt auch, ja, ne? Ja. Gut. Fahrschule. Das ist der Sinn. Oh Gott. Hey, Leute. Fahrschultest, oh mein Gott, nein. Was müssen wir denn jetzt machen? Also ich drücke Start und dann kommt irgendwann die Stopp. Wir müssen auf den Radfahrer reagieren, damit wir ihn nicht umnieten oder sowas. So, drücke Start. Was müssen wir denn machen? Du musst einfach nur Stopp drücken, wenn Stopp da steht. Hä? Da. Wieso das denn funktioniert? Ach so. Wie soll das denn funktionieren? Indem du Stopp drückst. Dann guck mal, wie schnell du Stopp gedrückt hast. Und der zweite von Flo war krass. Alter, wenn der jetzt so schlecht ist, der Reaktionstest, kann ich nicht mit dem Auto zurückfahren.
Vielleicht sagt er dir das ja auch gleich. Oh, neue Bestzeit. Ja. Nach, also für mich sind es jetzt, ich glaube, das ist ähnlich für jeden völlig, also für mich sind es jetzt eigentlich mittlerweile über 36 Stunden, die ich wach bin. Seit so, der Alter. Nächste bitte. Ja, so lange noch nicht. Habt ihr euch das gemerkt? Meine Bestzeit war 272. 272, okay. Genau. Ich bin seit Freitag früh halb neun wach. Ja, es kommt ja auf die Gesamtzeit. Musst du auf Start drücken und dann auf Stopp daneben. 0,047. Okay. Ach so, hat er das gesagt? Ja. Ja. Warum wackelt das? Hör auf, irgendwer tritt hier auf dem HDMI-Kabel rum. Zu spät. Nee. Was denn? Da ist der Fernseher? Ja, es wackelt, aber irgendwie so ein Wackelbild hier gerade, ist im Stream auch. Ja, gut, im Stream ist ja das zu sehen, was da zu sehen ist, ne? Also. Ja, der. Besser jetzt? Jetzt war es besser. Ja, jetzt ist wieder schlechter. Dann bleibt man genau so stehen, halt das Kabel so. Nee? So? Oh mein Gott. So? Das war so der letzte. Oh, Alter. Ich krieg gleich einen epileptischen, ne? Ja, so ist besser. Ja, jetzt nur nicht drauf treten. Ja? Ist immer noch. Ah! Jetzt. Es hat sich bewegt. Ja, aber das ist. Ist das das Kabel? Das ist doch hier. Das ist doch egal, was das ist. Nee. Wenn die sich jetzt ist es weg. Ja, ich glaube, die stören sich, dass das XLR-Kabel. Ja, so viele Kabel aufeinander liegen. Eben, das ist, das ist hier das XLR-Kabel-Signal. Ja, Kabel dumm. Einfach ein bisschen wegschmeißen. Das ist ja auch Strom. Lenny! Geht's jetzt? Ja. Das muss so frei rumliegen. Ja, ja. Strobo-Effekt. Strobo! Ah, ja. Nee, hier ist auch die ganz anderen Frequenzen. Hier, was und wir kreuzt sich das auch noch komplett. Hm. So müsste es aber besser gehen. Ja, nee. Irgendwas war es besser. So, da ich jetzt nochmal richtig ran muss, werde ich das Ende wohl nicht live erleben. Da jetzt schon mal lange für die lustige Zeit war, sehr witzig und Respekt dafür, dass ihr das so durchgezogen habt. Also danke an euch, schlaft aber gut und feiert eure 24 beim nächsten Mal 48 ja, bitte. Sagt Elias the Stone. Yo, danke schön. Nice. Und wir sehen uns am Freitag, ne? Wir haben ja kein Mischpult. Also. Ach ja, gut, okay. dann müssen wir das noch kommunizieren. Obwohl, es könnte funktionieren. Wir können halt keinen. Müssen wir den neues Ersatz Spiel, nehmen. Jan. Achso, neues Spiel, genau. Also, was haben wir jetzt du bei mir gemessen? 0,047. Zwei Durchschnitt. Ja. Ja, aber der Durchschnitt ist ja, passt ja nicht ganz, weil du hast ja manchmal richtig aufgepasst. Manchmal haben wir dich halt abgelenkt, dass du mir 0,9 gehabt. Ja, Pech halt. Okay. Zeig, was du drauf hast. Ah, schon nicht schlecht. Ah, aber meine Zeit wäre immer noch besser. Das sind die erfahrenen Counter-Strike-Spieler, weil die so schnell klicken müssen. Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, jetzt wird er immer schlechter, jetzt wird er immer langsamer. 0,13, schneller als du. Ja, gut, aber. Ne? 296. Der Bestwert war bei mir besser. Ich möchte danach zum Schluss nochmal. Ja, 272 und meins war 296 der beste, ja. Man muss ja eine konstant gute Leistung haben. Ja, das zeige ich euch gleich. Das zeige ich euch gleich mal, Freunde hier, ne? Ja, das ist ja eh schon klar, weil ich spiele halt kaum Ego-Shooter. Das ist eine höhere Reaktionszeit, wenn du sowas hast. Deswegen bist du chilliger? Nö, ich bin einfach nur ein bisschen lahmer in der Hinsicht. Oh, Carlos ist aber noch langsamer. Komma 0,34, also. Ist schlechter als ich, ne? Aber besser, besser als schlechter als der Jan. Jetzt kommt Dome und danach zeige ich euch mal, wie es richtig geht. Ihr Loser. Neues Spiel, Dome. Ah, oh, ich sehe es nicht. Was hat Dome? Was hat Dome? Was hat Dome? 0,02. Ja, ich habe immer noch die Bestzeit. Oh. Damit. Nein, das ist die Bestzeit. Jo. Aber jetzt zeige ich es euch. 0029. Ich fall gleich vom Sofa. Setz dich doch in die Mitte, dann kannst du nicht so leicht fallen. So, jetzt kommt's. Achtung, haltet euch fest, Freunde. Kommt jetzt die 1-0 oder was? Scheiße. 2 Sekunden Strafe, what the fuck? Hast du gezeigt.
0,32, genau wie Dome, ne? Icalo. Nee, ich hatte 0,2. Icalo, stimmt. Dann haben wir zumindest 24 Stunden vergehen lassen. Hättest du ruhig anlassen können, was du haben. Oh. Ist doch egal. Ja, setzt euch doch nochmal zu. Setzt euch doch nochmal dazu. Lenny also. Hat es gerade auch gemacht. Und es wurde als Link identifiziert und gelöscht. Also was? Achso, ja, ja, okay. Also, 24 Stunden. Also im Grunde fing es schon damit an, dass wir diese technischen Probleme hatten, dass unser Audioeingang defekt war. Das hat uns fast 2 Stunden, glaube ich, gekostet. 1 Stunde 40 Minuten oder so. Anderthalb hat ja. Und das hat schon mal so begonnen, dass wir da sehr unter Stress standen. Aber insgesamt haben wir es doch jetzt 24 Stunden später, sitzen wir wieder hier und haben es durchgezogen, mehr oder weniger. Mhm. Ich fand's ziemlich cool, weil es halt ein echter Team-Effort ist, aber grundsätzlich man geht schon an sein Limit, Leute. Für euch gehen wir, sind wir an unser Limit gegangen. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Wenn ich mir Jan an so gucke, der seine Augen schon so eingeschlafen. Ja, das ist schön. Müssen wir uns Sorgen machen, dass du nach Hause kommst. Kriege ich hin. Naja, ich habe gedacht, wir streamen hier nur 24 Stunden. Ich wohne nicht, wir auch 24 Stunden. Ich wohne gleich in, was, wie? Du wohnst direkt hier, das heißt, ja, du gleich, könntest also theoretisch auch... Ich in die Ecke, also ich keine 10 Minuten und bin ich zu Hause. Das heißt, du hättest theoretisch auch zwischendurch einfach nach Hause können, um... Hätte ich, aber das, dann wäre ja der Witz weg vom 24-Stunden-Stream. Weil für mich persönlich ist halt so, ich bin ja dann die ganze Zeit dabei. Dass ich die halbe Stunde vorhin geschlafen habe, ist eigentlich auch scheiße. Also eigentlich wollte ich das vermeiden, dass ich wirklich komplett durchziehe. Na, wir wollen ja irgendwann zur 24-7-Betrieb rübergehen, was machst du dann? Okay, das ist was anderes. Das ist was anderes. Okay, also was mich persönlich sehr interessieren würde ist, und das dürft ihr uns gerne auf allen Wegen schreiben, wie fandet ihr es? Fandet ihr es das Opfer wert sozusagen? Habt ihr vielleicht 1 Stunde geguckt, wart ihr die ganzen 24 Stunden dabei? Ich habe schon mal Feedback bekommen. Mein Bruder hat, hat so regelmäßig reingeschaut hin und wieder und auch länger mal laufen lassen. Er meinte, er fand das richtig gut, dass so ein bisschen so Variety-mäßig alles war, dass er wirklich so, wie wir auch im Prinzip das eine Mal so testweise gemacht haben, diesen einen Abend, wo wir im Prinzip 3 verschiedene Sachen hintereinander gemacht haben, so kürzere Segmente, so wirklich so Schlag auf Schlag so komplett neue Sachen einfach mal die ganze Zeit durchweg gezeigt wurden. Mhm. Er hat das so gesagt, es hat dann wirklich Spaß gemacht zuzugucken, es waren wirklich so eher so wie Richtung Fernsehen, dass man im Prinzip auch die ganze Zeit immer irgendwas hat, was einen unterhalten hat. Ja, aber vor allem, du hast halt die Abwechslung. Ja, und er hat wirklich aber so mehrere Stunden lang einfach so nebenbei laufen lassen, immer wieder reingeschaut, so zugehört und so weiter, er fand es richtig gut, dann war schon mal... Das ist schön. Er hat mir vorhin so erzählt, dass er fand es richtig gut. Das ist schon mal ein gutes Feedback. Ich wäre auch natürlich... Ich fand's kacke. Echt? Nein, ich fand's nicht kacke. Ich bin einfach nur fertig. Also, das dürfen wir jetzt auch sein. Und das gilt natürlich auch für alle, die jetzt entweder schon bei der Arbeit wieder sind. Ich war ja auch heute arbeiten. Oder die jetzt einfach auch schlafen. Zu Recht. Zu Recht. Und... ich will nur noch nach Hause duschen, ins Bett fallen und sterben. Nee, sterben brauchst du nicht. Doch, ich bin schon halb tot. Ich freue mich auch auf den Sonntag mit meiner Familie. Okay, ich mal zu. War schön. Ja, ansonsten hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Ich kann mich kaum noch daran erinnern, was wir alles euch gezeigt haben, aber es kommt mir wirklich vor, nicht wie 24 Stunden, sondern eher wie so 3 Tage. Drei Tage wach. Und wir haben sehr viel gelernt, auch gerade so technisch gesehen, nicht wahr, Dome? Ja. Ich weiß zwar nicht genau, was du meinst, aber... Das weißt du schon ganz genau, denke ich. Wir sehen uns wieder am Sonntag. Mit, oh ja, oha, mit, ja, mit der arme Jan. Nee, ein paar Stunden zwischendurch kann ich ja jetzt ja schlafen. Ja, genau, du gehst nach Hause, du schläfst und machst den Stream an. Im Prinzip, also nach dem Aufwachen. Im Prinzip, ich möchte auch, dass du damit beginnst mit einem kleinen Fazit, wie es dir nach dem Schlafen geht. Also wie du es dann fandest. Das ist richtig geil dann. Ja. Sagst du, das war geil. Dass meine Augen, also, nicht mehr wehtun und dass ich richtig Reaktionszeit habe. Das denkst du heute. Sonntag Retronest, am Montag Murmel mit Dome, weißt du? Dome. Also, wie war dein Name nochmal? mit dem Typen da. Der da halt. Ja, und wir haben ein großes Problem und deswegen kann es sein, dass die nächsten 2 Wochen unter Umständen mehr diese Homestreams sind, denn wir müssen tatsächlich unsere Technik teilweise austauschen und das bedeutet große Umstellung, weil das das Herzstück ist, was bei uns ausfällt
Und da müssen wir euch dann natürlich auf dem Laufenden halten, was das für Auswirkungen hat, zum Beispiel auf Stefan macht Show. Ja, wenn es ganz viel, wenn es wirklich ganz, 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 ganz dumm läuft, dann kann es Freitag nicht in der... Ja, aber ich denke, wir haben ja noch ein Ersatzgerät, das ist natürlich weit weg von dem Komfort, den wir jetzt haben, aber mit ein bisschen Bastelei und weniger Kameras und so weiter könnten wir es vielleicht hinkriegen, aber dafür muss ich mich dann nochmal hinsetzen. Ich meine, jetzt haben wir ja auch irgendwas zum Laufen gekriegt. Also dann könnte ja, das man halt ist eine der Lehren, die man ziehen muss. Wir haben echt, also ich meine, alleine die Tatsache, dass wir ja eigentlich fast ohne Einbußen von Qualität immer noch den Sound so hinbekommen haben jetzt, obwohl uns das Mischpult halt wirklich abgeraucht ist. Das fand ich, also das ist schon, das muss man auch mal so festhalten. Also das war schon ganz, ganz ordentlich. Da hast du einen guten Traum gehabt. Ja, manchmal. Also Flo ist nämlich morgens hier reingekommen und meinte so, Leute, ich hab's. Ja, ganz easy eigentlich, ne? Ja, voll easy, voll easy. Ja, aber keiner von uns ist ja darauf gekommen, als es in der Situation war. Also, ne? Ja, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, ne? Diese easy Lösungen, die funktionieren meistens am besten, da kommt keiner drauf. Genau, so und jetzt sehe ich, wir haben nur noch 8 Zuschauer, wir haben also schon 2 verloren. Insofern wollen wir es nicht in die Länge ziehen. Jetzt müsste einer rüberlaufen, um auf den Outro-Button zu drücken. Ansonsten bleib einfach sitzen, Carlo. Am besten jemand ohne Hexenschuss. Wink nochmal in die Kamera. Macht's dann, gut. Und dann läufst du los. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Danke, dass ihr uns treu bleibt. Und, danke auch für euer Durchhaltevermögen. Genau, für euer Durchhaltevermögen. Wir sehen uns. Das fand ich sowieso krass. Ja. Macht's gut. Tschüss. Macht's gut.